Moin Leute, uiuiuiui, was war das denn für eine Folge gewesen von WandaVision, nämlich Episode 7, Durchbrechung der vierten Wand. Ja, ihr wisst ja, was heute wieder ansteht, eine Zusammenfassung, ein Ende erklärt, Easter Eggs, so gesehen, die ich wieder, hoffe ich mal, so ein bisschen gesehen habe und natürlich erkläre ich euch, wie es weitergeht. Ich bin Nerdtaste und das ist natürlich eine neue Folge Nerdschule. Und wenn du natürlich Bock hast auf weitere Superheldenfilme, Serien, die ich besprechen soll, ich werde nämlich immer alle Folgen analysieren und ein bisschen kritisieren und hier und das, dann lass doch gerne ein Abo hier. Ich würde sagen, Leute, los geht's! Mann, das war wirklich eine Folge gewesen, die mich wieder mal gecatcht hatte. Ich fand sie wirklich sehr gut. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sogar eine 8 von 10 geben, weil sie war wieder ein bisschen mysteriös gewesen. Okay, die Sachen mit Darcy und natürlich auch mit Vision war jetzt nicht der Oberknaller, war so ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Aber ansonsten fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Wirklich. Was könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen, wie ihr diese Folge fandet. Ich würde der, wie gesagt, eine 8 von 10 geben. Aber wir gehen jetzt mal jetzt weiter zu den Punkten, die wichtig sind in dieser Folge. Das Intro. Dann starten wir erstmal mit dem Intro, was natürlich ein Mix aus The Modern Family und natürlich The Office ist. Modern Family, einfach weil sie mal die vierte Wand durchbrechen, so heißt ja auch die Folge. Das sehen wir einfach daran, wenn Wanda zu uns spricht oder natürlich auch Vision. Und natürlich auch The Office, also das Intro. Aber da ist es nicht so, dass wir da mal Wanda Vision sehen, nur einfach Wanda, Wanda, Wanda. Also die Folge ist einfach so dermaßen aufgebaut, auf Wanda, auf ihre Depression und vielleicht auch die Richtung des Nervenzusammenbruchs. Wanda. Was ist mit Wanda los? Das kann ich euch nämlich sagen. Die Autoren gehen immer mehr Richtung des House of M. Das Comic-Event, wo sie auch die Realitäten verändert, aber so ein bisschen erst bei den Mutanten. Hier ist es ja wiederum natürlich Westview und wir sehen ja in dieser Folge, wie sie viele Dinge, sag ich mal, verändert. Die Realitäten ändern sich, sei es Controller zu Karten und andere Dinge. Auch von alt zu neu und neu zu alt. Wiederum ist es so bei ihr, dass sie auch kurz vor einem Nervenzusammenbruch ist. Sie merkt, was passiert da eigentlich überhaupt. Ihre ganze heile Welt zerbricht. Und wir sehen natürlich in anderen Punkten ganz wichtige Sachen, wo ich später noch zu kommen werde. Aber ganz wichtig ist, sie versteckt sich, sie will eher im Bett bleiben, weist ihre Kinder weg. Und aber auch die Sache, dass es sich eigentlich viel in dieser Folge um sie dreht. Zeigt ja natürlich auch nochmal die Werbung, Nexus, Antidepressiva. Oder natürlich auch, denn die Welt dreht sich nicht nur um sie. Oder doch. Und so ist es auch ein bisschen in dieser Folge. Es dreht sich halt viel um sie. Oder generell, die ganze Serie dreht sich ja viel um Wanda Maximoff. Aber sie ist ja in den Comics auch eine sehr starke Hexe. Eigentlich ist Scarlet Witch hier in der MCU, heißt sie ja nicht so. Und sie hat ja in der letzten Folge auch das Chaos Magic angewandt. Und das haben wir gesehen, wie sie natürlich einfach den Hex vergrößert hat. Westview wurde größer, hat andere Sachen aufgesogen, somit wurde dieser Zirkus gebildet. Wir merken auf jeden Fall, das kann sehr stark nach hinten losgehen, wenn man sie reizt. Da kann es nämlich sein als Theorie, wenn man sie reizt, kann sie einen Riss machen ins Multiversum. Oder es ist natürlich dadurch ja schon passiert. Das haben wir ja schon öfters ja mal als Theorie aufgestellt. Ich bin da mittlerweile einfach jetzt auch wieder am Punkt angelangt, dass natürlich Wanda kein Bösewicht ist. Sie wurde so hingestellt, ist sie aber eigentlich nicht. Der Buhmann, klar war sie, weil sie mit getrauert hat um die Dinge, was da passiert ist. Aber sie ist halt nicht der Bösewicht. Das Projekt Katarakt. Den Sword Director Hayward haben wir dieses Mal ganz wenig gesehen. Ganz kurz, wir haben nur ein bisschen was herausgefunden, dass natürlich die Basis von S.W.O.R.D. jetzt außerhalb von Westview sich befindet, 8 Meilen entfernt und er natürlich jetzt da weiter agieren möchte. Dann sehen wir danach einfach nochmal natürlich Jimmy Woo und natürlich auch Monica Rambeau, wie Jimmy zu Monica erzählt, was dieses Projekt Katarakt ist. Und das ist natürlich sehr wichtig, nochmal das zu erwähnen, weil Hayward wollte natürlich Vision so ein bisschen reaktivieren und zu seiner Waffe wohl machen. Da könnte man natürlich sagen, okay, man könnte wieder tiefer an die Theoriekiste greifen, weil es gibt ja wohl dann die Stimme von Ultron. Könnte es sein, dass Hayward natürlich Ultron wieder beleben wollte, was ich aber ganz ehrlich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass Ultron nochmal wiederkommt. Auch, dass Hayward ein Skrull ist, das glaube ich auch nicht. Das ist einfach zu hoch gegriffen. Habe ich auch nie, deswegen auch hier nie thematisiert, weil ich denke mal, er ist natürlich ein Sword Director,
aber er stammt nicht von den Skrulls. Das ist meine Vermutung. Spectrum. Monica Rambeau versucht in einer Szene, natürlich mit diesem abgespaceden Raumfahrzeug oder was es da darstellen soll, in den Hex zu fahren. Das sehen wir. Es missglückt ein wenig, sie kommt da, kann da gar nicht reingleiten und ja, das Fahrzeug wird dann so zu einem halb Caddy und natürlich halbmäßig bleibt es dann dieses Fahrzeug. Sie kann aber da rausspringen. Geht aber dann somit nochmal ins Hex einfach rein, mit ihrem Astronautenanzug da, den sie da trägt. Und da muss man aber sagen, das ist das dritte Mal, dass sie reingegangen ist. Sie hat schon die Warnung bekommen, wenn das nochmal passieren würde, dann würde was mit ihrem Körper passieren. Ja, und so ist es passiert. Sie ist nämlich jetzt Spectrum. Und wie komme ich da nämlich drauf? Ja, sie hat nämlich so die ähnlichen Kräfte wie in den Comics. In den Comics ist es ja so, sie kann sich in jede Form von Licht innerhalb des elektromagnetischen Spektrums verwandeln. Viele dieser Formen machen sie körperlos. Als Lichtstrahl kann sie Energieströme feuern und mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Gut, vieles haben wir da noch gar nicht von gesehen. Sie hat einfach nur irgendwie, man hat es ja gesehen, ein bisschen Strom gesehen, so, das war so ein bisschen bläulich. Ihre Augen waren ja dann halt auch sehr blau und sie konnte auch den Angriff später von Wanda Maximoff auch abfangen, was ich schon mal sehr geil fand. Aber es kam natürlich nicht zum Endkampf. Um anzumerken ist auf jeden Fall, wo sie ihr Astronautenkostüm aussieht, ist es so, dass sie das genauso die gleichen Farben anhat, wie nämlich in den Comics. Könnt ihr nämlich hier sehen. Wir sehen auf jeden Fall genau das gleiche bisschen Design wie in den Comics. Andere würden auch sagen Photon. Sie hat natürlich auch andere Codenamen. Photon, Pulsar, Spectrum, aber sie heißt eigentlich auch nur Monica Rambeau. Da wurden aber auch wieder einige Theorien vernichtet, dass natürlich in diesem Fahrzeug Richard Reed nämlich sitzen sollte, Mr. Fantastic. Ich habe da auch nicht ganz ehrlich nicht dran geglaubt und diese Theorie fand ich auch ein bisschen überspitzt. Ich habe es ja auch mal im Video mal aufgenommen, aber ihr seht ja, man kann natürlich mal spekulieren, wenn man will. Ich habe da auch wirklich nicht dran geglaubt, es wäre einfach auch zu früh, die Fantastic Four jetzt schon einzupflegen und das war einfach auch zu früh. Darcy und Vision. Visions und Darcy Story fand ich ja eher so ein bisschen, ja, ein kleiner Lückenfüller, den wir da gesehen haben und so empfinde ich das auch so ein bisschen. Wir sehen auf jeden Fall Darcy Lewis, wie sie eine Entfesselungskünstlerin geworden ist und natürlich Vision dann da auftaucht im Zirkus. Sie befreit aus dem Bann von Wanda, dass sie wieder klar denken kann und verschwinden dann. Aber das Ding ist, wie Wanda will es nicht irgendwie nicht zulassen. Sie kommen über die Kreuzung nicht rüber. Ist ein bisschen lustig gemacht, sag ich mal, ein bisschen Slapstick-mäßig. Da laufen Kinder dann rüber und irgendwann ist die Ampel davor noch rot. Bauarbeiten finden statt und Darcy wartet da so lange, bis natürlich Vision, sag mal, einfach rausgeht aus dem Auto und in die Richtung von Wanda fliegen möchte. So, die Sache ist ja aber die, er weiß ja noch gar nicht davon, was da so abgeht. Die vierte Wand. In einem Shot sehen wir nochmal Wanda, wie sie zu uns spricht, in der vierten Person. Und ja, sie erzählt dann halt, dass hier was komisch ist, wie das sein kann. Sie dreht einmal halt fast durch und dass die ganze Realität sich ändert. Ihr ganzes Gefüge, ihre heile Welt zerbricht. Und dann hören wir auch von einem Sprecher hinter der Kamera, wie er sagt, denkst du nicht, dass du es verdient hast? Und da habe ich nur gedacht, oh, das ist eine tiefe Männerstimme. Was ist da passiert? Und dann kommt das alles zueinander. Sie hört Geräusche, sieht eine Fliege an der Wand, an der Gardine, sucht Billy und Tommy und geht in den Keller. Wir sehen Wurzeln und wie so einen halben dunklen Keller. Natürlich so ein bisschen Deko und ein komisches rotes Buch. Man hat aber auch dafür mal so ein bisschen Geräusche gehört. So ein bisschen wie eines Teufels. Und ihr merkt schon, wo ich hingehen möchte. Wichtig ist aber, plötzlich steht da Agnes, a.k.a. Agatha Harkness. Ey Leute, ich bin durchgedreht, weil die Theorie, die ich auch dann aufgestellt hatte und gesagt hatte, sie will uns täuschen, war genau richtig. Sie war nämlich alles gewesen in dieser Stadt. Aber nicht alles, natürlich vieles ist ja auch Wanda Maximoff. Aber sie hat vieles dahin, hat so gesehen Wanda manipuliert, um überhaupt dahin zu kommen, wo sie ist. Sie hat das Ziel jetzt wohl erreicht, was sie wollte, Wanda zu manipulieren und natürlich um ihren Ehemann Ralph die Kinder zu geben. Post-Credit-Szene. Tja, dann gibt es natürlich wieder einen mega Cliffhanger, dann ist ja so gesehen Schluss und natürlich ist das dann ja so, dass wir noch eine Post-Credit-Szene sehen, wie Monica Rambeau in so einen kleinen Keller gehen möchte. Sie sehen natürlich, sieht natürlich die Wurzeln, die so ein bisschen lila sind.
Man könnte jetzt denken, das ist jetzt natürlich mega Magie, Vibranium, so ein bisschen sieht das aus, aber es ist natürlich nur einfach Wurzeln mit vieler Magie. Und plötzlich taucht dann einfach Petro Maximov auf. Wobei ich ja denke, das ist nicht Petro. Und wie sie halt sagt, du bist ja hier am Rumschnüffeln. Ja, das war so ein bisschen die Zusammenfassung gewesen erstmal, was da so passiert ist. Wie geht's weiter? Wie ich das schon mal im letzten oder ersten Video mal gesagt hatte, Agatha Harkness täuscht uns. Und es könnte ja 50-50 sein, dass sie ja von, sag ich mal, Wanda Maximov, ja, manipuliert wird. Aber andersrum war es ja immer anders gewesen. Und die eine Szene, wo sie ja auch dann sie verteilt, da wusste ich ganz genau, das ist Agatha Harkness. Die Brosche haben wir gesehen, und also als sie im Keller halt gewesen war. Und das war auch genauso gewesen, wie ich es mir gedacht hatte. Sie hat uns einfach hinters Licht geführt. Aber in den Comics ist es eigentlich ja so, klar, dass sie sich natürlich um Scarlet Witch kümmert und ihre Kräfte immer mehr ausprägt. Ist ja genau hier eigentlich anders. Genau hier ist es genauso auch. Sie hat ab der ersten Folge alles beeinflusst, um eigentlich Wanda stärker zu machen, um das alles aufzubauen. Und genauso ist es auch passiert. Die Frage ist, ist sie wirklich böse? Ich glaube, ich kann es in dem Punkt sagen, schon. Ich glaube, die haben es einfach anders, sag mal, die Autoren haben das in diese Wege geleitet, und hier ist es einfach so, dass Agatha wirklich böse ist. Wie komme ich denn da drauf? Ich denke mal, wir haben ja immer gesagt, ein Deal, oder der Teufel steckt ja im Detail, und wahrscheinlich hat sie mit Mephisto einen Deal gemacht. Da komme ich auch zu meinem Punkt, Mephisto. In den Comics ist es ja so, Billy und Tommy stammen ja von Mephisto ab, aus diesen Seelensplittern, und die Vermutung lag ja auch sehr lange da. Man hat aber erst gedacht, okay, ja, Mephisto ist eigentlich vom Tisch, es macht keinen Sinn. Aber jetzt kommt's, das macht jetzt total Sinn, weil im Keller, da sind so viele Andeutungen gewesen, wieder mit so einer Teufelslache in dieser Folge und natürlich auch anderen Sachen. Hier ist es jetzt so, Billy und Tommy sind plötzlich weg. In den Comics ist es auch so, die sind auch plötzlich weg. Jahre später kommen sie irgendwann wieder und heißen aber dann Wiccan und Speed. Wir haben ja noch mal ganz kurz auch Tommy gesehen, wie er einen grünen Jogginganzug trägt. Das sieht genauso aus wie in den Comics. Also sind die Kinder weg. Hat jetzt Mephisto aka Ralph, das denke ich mal, dass ihr Mann nämlich Ralph ist, den haben wir ja nie gesehen. Und wir werden wahrscheinlich jetzt im Showdown, ich denke mal noch nicht in der Episode 8, ihn sehen, aber es wird so langsam dann halt hinaus auf dieses Finale gehen. Wir werden auf jeden Fall Mephisto sehen. Aber was ist natürlich mit den anderen Charakteren? So, wird Spectrum aka Monica Rambeau jetzt von Quicksilver geführt, ist angeblich ein Handlanger von Agatha Harkness. Man hat das ja gesehen, wie sie ihn, sag mal, herbeigezaubert hat. Ich denke mal, sie hat da einen Fehler gemacht. Sie hat wahrscheinlich den falschen Petro Maximov hergerufen und somit einen Riss im Multiversum vielleicht auch gemacht. Oder generell, das ganze Konstrukt ist ja natürlich auch von Wanda, ist einfach so ein bisschen ein Riss in diesem Multiverse. Und hier kommt der Knackspunkt. Sie hat ihn hergeholt, aber den falschen Petro, sondern Peter aus dem X-Men-Universum, der natürlich alles hinterfragt, aber auch einiges weiß. Daher glaube ich nicht, dass er der Handlanger ist oder was anderes. Er ist einfach Quicksilver aus einem anderen Universum und wird dann auch jetzt auf Spectrum helfen. Aber was passiert natürlich mit Wanda? Wird Wanda jetzt, ich denke mal, sie wird jetzt da gefangen genommen. Wahrscheinlich wird es so kommen, was ich auch schon mal in einer Szene gesehen habe, dass sie so einen leichten Nervenzusammenbruch bekommt. Aber wir haben ja natürlich auch noch Darcy und wir haben natürlich auch noch Vision. Und Vision wird natürlich dann auch erst eingreifen. Wir wissen ja, dass Vision auch ziemlich mächtig ist. Aber vielleicht ist der Hase ja auch ein alter Bekannter. Vielleicht ist er ja wirklich Doctor Strange. Gut, vielleicht ist der Hase auch Mephisto. Das kann man jetzt so sagen, wie man das möchte. Weil er immer da war. Aber wir haben auch den Storch gesehen wieder mal. Also, es bleibt sehr spannend. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der Cameo-Auftritt wirklich Dr. Strange ist, weil der ja einiges Sinn macht. Wobei ich es auch geil finden würde, wenn natürlich das auch Magneto wäre. Was er macht, hat man nicht mehr so richtig jetzt Sinn, meine Theorie. Muss ich ganz ehrlich sagen, die muss ich wieder eigentlich wegnehmen. Aber man kann es natürlich in den Hintertüchen behalten. Aber ich denke mal, es wird jetzt so laufen. Mephisto, Agatha Harkness steckt in seiner Schuld. Und natürlich, die Kinder sind weg. Und es wird zu einem mega Showdown kommen. Und trotzdem, was hat es einfach mit der Werbung auf sich? Nexus. Wenn wir mal ganz genau überlegen, es ist eine Mega-Theorie und es könnte auch wirklich so sein, wegen dem Madness of Multiverse,
dass wir bald vielleicht den Nexus War sehen würden. Also es gibt natürlich das in den Comics und es gibt auch natürlich das bei Fortnite. Und was ist überhaupt das Nexus? Das Nexus ist ein dimensionales Gateway, das einen Weg zu allen möglichen Realitäten bietet. Die schließt Realitäten zwischen den Realitäten ein. Es ist nicht bekannt, ob es von irgendeinem Wesen geschaffen wurde oder ob es der einzige Ort im gesamten Multiversum ist, an dem sich alle Realitäten natürlich überschneiden. Also Leute, das könnte was Großartiges werden, weil da wäre natürlich jede Erde, könnte sich dann halt vermischen. Also das wird grandios. Mehr will ich auch eigentlich gar nicht spekulieren. Da könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr über diese Folge denkt, was ihr für Theorien noch vielleicht habt. Ja, Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen über ein Abo. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode 8, dann am nächsten Freitag. Bis dann und schau und bam!